Thank you.
ich mich mal darauf verlassen, dass es besser ist. Das ist die einzige Einstellung, die ich auch schneller gefunden habe. Hier komme ich nicht wieder hoch. Vielen Dank. Für alle, es guckt wahrscheinlich sonst keiner zu, aber für alle, wo ich dann schreibt mir per WhatsApp. Darum blinkt es auch ab und zu wahrscheinlich in meinem Headset. Dank dir, Wolfgang. Ja. Wenn es jetzt besser ist, freue ich mich drüber. Hören wir das nachher an, wenn ich es bei YouTube hochgeladen habe. Erstmal will ich ein bisschen spielen. Immerhin gab es das umsonst dazu. Aber ich mach doch mal hier. Desktop Audio aus. Ich weiß auch gar nicht, warum das an ist. Elmar noch anstrengend zuzuhören. Okay, wie klingt das jetzt? Hört es sich besser an? Es kann sein, dass das Mikrofon sich selber überlagert hat. Ui. Okay, ich warte einfach, bis Wolfgang mir wieder Feedback gibt. Wolfgang. Ja, wunderbar. Dann lag es daran, dass anscheinend ich zwei Mikrofone hatte, die gleichzeitig aufgezeichnet haben. Das passiert, wenn man OBS komplett neu einstellt. Durch den neuen Rechner musste ich alles neu reinpacken und anscheinend habe ich übersehen, was rauszunehmen. Was hat man davon, wenn man Amateur ist und einfach mal das Spiel ausprobieren möchte? Das war ein hartnäckiger Brücken. Wunderbar. Geht's dir sonst gut, Wolfgang? Ich glaube, hier kommt eine Zwischenmusik. Ich mache mal WhatsApp aus, Wolfgang. Wenn du im Chat schreiben würdest, würde mich das sehr freuen. Dann kann ich es nämlich besser sehen, ohne immer runtergucken zu müssen. Nutze den Cut, um das Mineralvorkommen abzuspalten. Hier schweben Teile rum, aber es ist ja Gravitationsanomalie. Und jetzt zieht tatsächlich ein bisschen hoch. Nimm das seltsame Metall. Wo zum Henker ist Hallerand? Niederlande? Dänemark? K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Zu ermutigen. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Ah, okay. Jetzt kommen wir an die Charakterentscheidung. Ja, die Frau im Lightcon hatte ich auch überlegt, aber meine Cousine hat beschlossen, 30 zu werden und an dem Wochenende zu feiern. Und darum bin ich dafür raus. So, Charaktererstellung. Ich wäre gerne männlich. Vielen Dank. Das sind vorgefertigte. Da man sich selber so selten sieht. Also eine gute Basis, mit der man arbeiten kann. Körper. Wir stellen ihn natürlich so hin, wie ich bin. Ne?
unglaublich muskulös. Aber wahrscheinlich eher Richtung schwer. Körpertyp 1, Laufstil. Passt schon. Ja, meine ist ein bisschen jünger als ich. Kopfform. Ich habe gar nicht so viel Lust, ewig lange in der Charakterschaffung zu bleiben. Wahrscheinlich werde ich jetzt von allen Rollenspielern umgebracht. Haarfarbe, Pass, Bart, bisschen voller bitte. So, Hintergrund. Bestienjäger. Okay. Ich habe mich absolut nicht. Danke, Wolfgang. Guten Appetit. Oh, es ist so warm. Ich muss zwischendurch meinen Kopfhörer runternehmen. Entdecker. Frachtflieger. Gewicht heben. Laser. Gangster. Ich entscheide einfach nach Namen, was mir am besten gefällt. Xenobiologe, Türsteher, Soldat, Schurke, Sanitäter, Pistole, Ronin, Nahkampf, Professor, Astrodynamik, Geologie. Ja, das gefällt mir doch. Ich nehme Professor. Liebstes zu lernen. Doch nichts ist so schön, wie andere zu unterrichten. Je weiter sich die Menschenwelt verbreitet, desto mehr gibt es zu lernen und du bestehst zur Stelle. Ah, ja. Das klingt nach mir. Arbeitgeber, du hast ja meine Merkmale. Nee, ich möchte gerne Leute teurer anhören. Nee, aufgeklärt erzogen. Nee. Ja, so kann man aussieben. Extrovertiert. Ja. Freestyle Collective Siedler gesucht. Heldenverehrung. Nein. Kinderkram. Eltern, die man besuchen kann. Ah. Oh. Schlangenumarmung, nee. Terrafirma, Traumhaus. Das ist, danke, ich brauche sowas nicht in meinem fiktiven Leben. Reicht, wenn es sowas im echten Leben gibt. Voller Items für den Zugriff auf die Haus auf, kann nicht mit anderen Religiösen, ich will keine Religion. Ich finde Kinderkram hier ganz nett. Ich will auch nicht gesucht sein. Bei Verbrechen kann ich mir an. Nee, Arbeitgeber. Ja. Freestar Collective Siedler. Das klingt doch gut. Name ist wie immer Onkel Rod. Er ihn. Korrekt. Pronomen brauche ich nicht. Charakter ist benannt. Also ich brauche keine Pronomen. Das heißt aber nicht, dass andere Menschen sie nicht brauchen. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Professor. Du warst ja am Anfang echt fehl am Platz, Dusty. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Licht und Musik. Licht und Musik. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Ja, so fängt's an. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht.
Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn man vom Teufel spricht. Seht ihr, ich sehe mich nicht von vorne. Ich muss hier in Fotosmodus gehen. Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdecker-Trupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur so jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Oh, Scheiße, die halbe Crew sieht gut aus. Hey, ich kann alles mitnehmen wie ein Fallout. Wie schnell. Du hast noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Das ist aber nett. Wie lange es wohl dauert, bis ich komplett überladen bin? Und was meint ihr, wie angepisst die Leute sind, wenn ich ihnen alle Seifenspender klaue und sie sich nicht mehr duschen können? Alles okay. Willst du einen Kaffee oder so? Irgendwo habe ich was. Kann ich meine Waffe wieder wegstecken? Ah, R gedrückt halten. Oh ja, eine Thermoskanne von irgendwem klauen. Kann ich die Schlappen auch kaufen? Yep. Unterzieher Cheddar Cracker. Isozentrierter Magnet. War ein guter Auftrag. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Ja, wunderbar. Das macht mir auch voll Freude. Am nächsten ist nur der Sprint. Den kann ich noch aufmachen. Ein Spüllappen. Was? Ich kann keinen Müll aus der Mülltonne rausnehmen. Unrealistisch. Thermosunterwäsche. Das Madbig Clown. Ist der persönliche Groover ein Manscaper? So, so, gebt mir eure Seife. Ich habe kein Problem. Absolut nicht. Der Professor klaut einfach, weil er es kann. Papiertücher und eine Hautcremeflasche. Mhm. Ich will nur meine Schicht überstehen. Gib mir deine Hausschuhe. Was hier oben? Granola-Mix und Milch. Ah, das Frühstück ist gesorgt. Siege-Injektor. Spind. Ja, ein OP-Tablett, das hat jeder in seinem Spind. Vielleicht irgendeinen Vorteil nehmen sollen, nämlich Drahtspule, Schraubschlüssel, Klebeband. Das sind doch mal nützliche Dinge. Aber ich kann nicht sein Paket klauen. Was haben wir hier? Ein Quetzstick. Es lohnt sich. Wir sind reich. Was ist hinter? Ah, hier geht's runter. Was ist das denn für eine bescheuerte Sicherheitsmaßnahme? Ihr könnt doch nicht, dass ein Medkit in der Tür ist. Was ist, wenn da jemand rauskommt? Spritzer für meinen Drogenkonsum. Das Kapell kann man immer gebrauchen. Ein Tacker. So einen möchte ich auch haben. Schwerelosdraht. Was ist mein Geld? Ist Schwerelosdraht. Was? Ich arbeite. Ja, und ich brauche diesen Ventilator für Dinge. Hier sieht's aber auch aus. Eigentlich bin ich nur am Aufräumen. Argos hat eigentlich kein so gutes Händchen. Aber das heute war ein Volltreffer. Protokoll des Vorarbeiter-Logbuch. Tag 2 der Ausgrabung von Argos Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol-ID Beta 7548 Alpha. Wir haben das Lager ziemlich schnell aufgebaut. Neuer Rekord für uns. 18 Stunden inklusive Lift. Die Montageelemente werden aber langsam alt. Wird Zeit, Budget für neue Ausrüstung freizugeben. Mal wieder. Die Crew ist gut. Die Stimmung ist okay.
Heller nervt wie üblich und ich kann in keinster Weise auf ihn verzichten. Wie heißt es so schön? Das Problem ist, dass ich ihn liebe und er es weiß. Ugh. Calvert ist immer noch das schwächste Glied. Dummheit kann man leider nicht wegtrainieren. Aber sie hat eine Tochter auf dem Mars oder so und braucht das Geld. Eine Chance kriegt sie noch. Sollte sie letzten Endes versagen, haben wir immer noch den eindeutig vielversprechenden Dusty. Oh, sie spricht von mir. Aber eine Gasflasche kann ich nicht mit. Radioaktiv. Zeichen für Eis. Stickstoffbehälter. Oh, hier ist noch eine Schwerelosdraht. Den brauche ich ganz dringend für mein Projekt. So, Aufzug ausgeplündert. Über Space Mining. Weltraum lauert nicht nur zahlreiche Gefahren, sondern man kann auch schnell vergessen, dass sich CO2 im Atemgerät sammelt. Ein großer Fehler. Selbst eine kleine Menge davon summiert sich im Laufe des Tages auf und erzieht ein kleines bisschen Leben, gerade dann, wenn man es braucht. Das Laufen fällt schwer und den Cutter zu schwingen erfordert einen Atemzug mehr. Aber wenn ein Tunnel einstürzt, sollte man sich schnell und so weit wie möglich fortbewegen. Glaubt mir, ihr solltet einen guten Helm investieren. Hey, klar. Nimm ruhig mein Zeug. Bedien dich. Ja, okay. Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? Gut, dass Heller neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war, ha? Huh? Yep. Auf dem Anti-Diebes-Seminar war es nicht. Metabolikum. Ach, Schaumstoffbecher. Du hast echt Glück. Ich habe schon für Crews gearbeitet, die nicht mal Medis dabei hatten. Das Sandwich brauchst du nicht. Hey, das war mein Sandwich! Oh, Mann. Kein Interesse. Egal was. Ich versuche ihn zu recyceln. Niemand, das braucht ihr bestimmt nicht mehr. Diese Unordnung. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Ja, und sie sorgt dafür, dass ihr einfach weitermacht, obwohl ihr einfach nur unfähig seid. Und Kleptomanen anheuert. Irgendwann muss ich doch an mein Tragelimit kommen. Flasche mit Genproben. Warum stehen hier einfach Genproben rum? Möchte ich wissen, warum hier Genproben rumstehen. Eine Zitrone. Einfach. Du passt gut dazu, okay? Meiner können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Ja, ja. Das braucht ihr nicht mehr. Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argus Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Hey Chris. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Heller alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Und das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Felsen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Ich habe das Gefühl, Menschen werden eines grausamen Todes sterben. Ich habe einen Pappbecher übersehen. Hast du nicht irgendwas zu tun? Pass gut auf dich auf. Die Papiertücher brauchst du eh nicht, du Schmutzfink. Kann ich dir das Pad aus der Hand klauen? Nee, nee, nee. Ich habe kein Problem. So, Level 1.
Sternkarte, Astrodynamik, Zertifikate, nix, Cutter. Ein kleiner Schritt, Folge Link. Skills. Schalte ein neues Haus, schließe diese ab, um die Skillpunkte zu halten, mit dem du Skillrang erhöhen kannst. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis die Minimalanzahl an Skillpunkten erreicht ist. Kampf. Ah, hier sind die Sachen, die ich schon freigeschaltet habe, aber rein. Moment. Fliegensicherheit, Zielsaum. Das heißt, hier Pistolen, Zertifikat. Das heißt, ich kann alles freischalten, was am Anfang auch vorher war. Okay. Ah, warte. Physisch, sozial. Achso, das ist nur unterteilt. Sternkarte. Hier fehlt noch was. Inventar. Neue Items. 91. Angebissenes Sandwich. Regeneriert 4 Gesundheit. Anzug Tiefminen. Cutter. Ausgerüstet. Ich würde dich gerne anziehen. Ja, übersichtlich. Übersichtlich. Okay, Dusty. Luftschleuse. Leg den Helm an. Tap. Inventar. Tunnelmining. Helme. Tiefenminen. Ausrüsten. Helm. Ja, warum nicht? Untersuchen, sortieren, Favorit ablegen, Tab zurück. Was haben wir hier? Ein bisschen mehr Masse, bisschen weniger Masse, also leichter. Und der macht 5% O2. Der ist aber dafür sehr leicht. Lassen wir mal. Notizen, Ressourcen, alles. Danke. Schon, dass das Spiel für Konsolen fokussiert ist, wie die Buttons angelegt sind. Ist das ein hässlicher Planet? Raumschiff! Spaceship! Spaceship! Ich hoffe, es gibt ein Sell All Junk Button. Ein Müllverkauf. Ich hab dich überhaupt nicht angelabert. Die sind alle so aggressiv hier. War ein hier. Guter Auftrag. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Vom Alien-Artefakt bewusstlos gehauen. Mega Glück. Okay, er kommt zu uns. Die Kraftturbine an der Seite. Lange Spitze mit großer Öffnung vorne. Ein Spiel für Erwachsene. Kampfroboter. Ist lange her. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal war sein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier. Der neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst du auf einem Trip, ja? Geht so. Bist du wieder fit, Milfschnitt?
Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Die Lippensynchro ist einfach die Credits. Nicht dann vorhanden. Bin ich froh, wenn ich dich Sprache. Und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant auf dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das sind die Crimson Fleet. Was? Was soll das? Blablabla. Ich kann es ja auf Englisch überstellen, aber es ist ein. Ich spiele mir mit Absicht auf Deutsch. Damit ich die Spiele noch auf Deutsch einstellen kann. Läufst du auch nicht in mein Waffenfeuer. Drücke 0, um mein Mapping zu nehmen. Wie viele sind da noch? Ich glaube, 0 ist nicht die... Ich drücke 0. Meint er O? Nee. Ah, deine Gesundheitsweise auf maximal gehabt. Nee. So fähig waren die Feinde nicht. Gib mir eure Credits. Und dann komplett neuen Anzug. Den habe ich schon geplündert. Die Crimson Fleet hat uns echt angegriffen. Ja. Oh, das war eben passiert. Keine anderen Toten mehr? Doch, da vorne. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Wir leben noch. Oh Gott. Ich muss kotzen. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Ich werde Shanghai. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Die sind sehr viel empathisch unterwegs hier. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Eine Uhr. Hübsch. Wahrscheinlich können wir sie kaufen. Sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Wie hat die Chefin so schnell beschlossen, dass ich für Größeres zu euch bin? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Es geliehen. Vasco hält dich auf Kurs.
Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Wie kommst du auf das Zentral ab? Ah, sehe, was du meinst. Aha. Tatsächlich, der Aufnahmemodus stimmt nicht perfekt überein. Bildschirmaufnahme. Aufnahmemethode. Nee, immer noch nicht. Ha. Okay. Ah. Zack. Problem gefunden. So, berichtig. Vielen Dank. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Hat er nicht eben gesagt, dass er auch durch diesen Trip durch musste? Und jetzt brauchen sie mich? Sie folgen einfach der Beute, wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Du grübelst? Guter Instinkt. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Das ist nicht dein Schiff, das ist mein Schiff. So ein schönes Schiffchen. Ja, Gesprächsoptionen sind schon geil, wenn man sie sehen kann. Synapsenalpha, was auch immer das ist. Einsteigen. Captain, ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Okay, der klingt wirklich wie jemand, wie ein Mensch, der einen Roboter spricht. Hätten Sie nicht tatsächlich eine KI-Stimme nehmen können? Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation. Auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Ja, da gibt es an den erstbesten Auserwählten. Nova Galactic Kaffeetasse. Ich brauche keine Navigationskontrolle, ich brauche einen Feuerlöscher. Rahmen. Oh, jetzt sind wir angekommen. Lunar Robotics. Accept no limitations. Hier Forschungsstation. Schließ in Forschungsprojekte ab, um neue Herstellungskonzepte zu entdecken. Da kannst du mit den extra Rummer handeln,
gab es Substanzen oder andere Dinge. Pharmakologie. Leistungsboost. Ah, Drogen. Bessere Arzneimittel. Oh, mir fehlt ein Metabolikum. Aber das kann ich erforschen. Ich kann es nicht aus. Anscheinend fehlen mir noch Sachen. Oder habe ich das falsch gelesen? So, Leistungsboost, mir fehlt. Das habe ich alles. Ah, das kann ich reinpacken. Darum zeigt ihr mir, dass das geht. Aber solange ich nicht alles reinpackte. Cocktailschule. Fertigung. Das fehlt mir. Also im Endeffekt fehlt mir noch eine Menge. Irgendwann fehlt eine Kiste, da kann ich alles reinwerfen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas. Bildchen. Klebeband. Brauche ich bestimmt. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom Pop mit Rhabarber. Vielleicht ein Müsli. Irwin hat immer super Studentenfutter gemacht. Mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Ja. Wir bauen etwa einen Beziehung zu einem Charakter auf, der weg ist. Nein, ich will keinen kaputten Herr benutzen. Mitpack. Erde. Ich will auch seine Nachtwäsche nicht. Erdzeitiger Baseball. Ups. War auf einmal in meinem Inventar. Was ist, hat er denn jetzt nicht an? Ein Meißel. Okay. Bett. Ich kann tatsächlich kochen. Aber ich habe nicht genug Sachen. Das ist nichts. Schleudersitz. Kann nicht den Schleudersitz auslösen. Außerdem geht er nach oben weg oder nach unten weg. Ich laufe in die falsche Richtung. Mehr Feuerlöscher. Chance Apfel. Spaceship. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Lüfter auf. Ne, man kann nicht selber losfliegen. Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Alter, ist das schon falsch. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Hin und her und weise ihnen Energie zu. Halte Alt gedrückt.
System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Kein Schwein. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Ui, Tempo. Ja, schön. Sie fliegen recht ordentlich. Nein. Tue ich nicht. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und es setzt seine Waffen ein. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Das ist nicht vorbei. Halte das Schiff in der Mitte des Hulls. Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Okay, der Space Camp war jetzt nicht so spannend. Aber es war auch der erste. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff. Okay, bin ich schnell vom Roboter auf den Nerven. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du jetzt musst nah sein, damit wir die Überreste betreten können. Hier, bremst mal ab. Und drücke E. Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain. So wird das gemacht. Kann ich nicht reparieren, weil ich nichts zum Reparieren habe. Sternkarte. So, hier habe ich alles erkundet. Vectra. Das System. Da soll ich hin. Nach Crete. Nira. Margaret. Hyperia. Hier, da ist ein Schiff, feindliche Aktivität, Sensorkontakt, Sternstation. Ah, und hier kann ich nachgucken. Und effektiv kann ich Ressourcen abbauen.
Los geht's. Oh, ganz schön dunkel. Sonst kann man mein wunderbares Gesicht ja nicht sehen. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Scannen hilft ja richtig lang. Okay. Dann scannen wir erstmal. Okay, wir haben Eisen, Argon, Wasser und Blei. Tusen verbergen. Und wir landen im Krieg-Forschungslabor. Schnellreise for the win. Ich bin sicher, da kann nichts passieren. Wieso, ich sehe kein Loch beim Raumschiff. Kann ich direkt rausgehen? Ah. Dinge auf den Boden werfen kann. Hier ist auch keine Lagerkiste oder sowas. Eine Tür. Gibt ja eine Toilette. Da Sie daraus bestehen, so viel zu tragen, reduziert unsere Reisegeschwindigkeit. Mein Schiff geentert, meinen Bot geschrottet und mir die schönen braunen Augen aus dem Engelsgesicht gerissen. Und dann habt ihr gemerkt, der Typ, den ihr für einen Schatzjäger gehalten habt, hat gar keinen Schatz. Nicht mehr. Kann schon sein, dass ich ein, zwei Wertgegenstände hatte, als ich euch Losern bei Komasi entwischt bin. Aber ich musste tanken. Ihr kriegt also rein gar nichts. Nur meinen Geist. Ich werde euch nämlich bis ans Ende eurer Tage heimsuchen. Wie lange dauert das bei einem Crimson Fleet Piraten etwa? Eine Woche? Ja, ja, ich schmeiß ja schon Sachen runter. So. Inventar. Uns führen Hilfe, Ressourcen, sonstiges. Ja. Als erster Verkehr. Der Piratenangriff Helm sieht auch noch mies aus. Ist schwerer. So. Outfits. Flanellhemd. Zack, zack, zack. Sonstiges. Ressourcen. Die behalte ich. Blitzen behalte ich. Hilfe, halte ich. Munitionen. Piratenangriff kann weg. 6 Waffen. Was haben wir denn hier? Der Cutter. 4. Die ist ganz schön scheiße. Ich nehme die Rettungsakt. 4.
Cutter. So. Totale Ordnung. Unfriedliche Schaben. Nicht abschießbare Schaden. Schaben. Hui. Vorsichtig, Captain. Alien. Kreaturen sind oft unberechenbar. Irgendwas ploppt hier doch auf. Was? Na geil. Was haben wir hier? Eisen, Eisen. Kann ich alles gebrauchen, um neue Dinge herzustellen. Kann ich bestimmt meine Hülle reparieren. Da ist mehr Blei. Leuchtet das grün? Leuchtet irgendwas grün? Nein. Das ist ein ziemliches Grinding-Spiel. Wahrscheinlich, wenn man das streamt, muss man so ein bisschen zwischendurch einfach grinden und dann die Story weiter streamen. Staubwurzel, kann ich jetzt abbauen oder? E drücken. Er sagt mir aber nicht, dass wir es gescannt haben. Kümmere ich darum. Hier ist mein Frontier und hier sind Dinge, die ich danach erkunden kann. Anscheinend nichts.
das gehen? Eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Piraten. Obwohl, ich habe gerade angefangen, One Piece, die Realverfilmung zu gucken. Und da gibt es auch gute Piraten. Messgerät. Kann ich gebrauchen. Und hier ist ein Feuerlöscher. Ja, ich habe noch kein Lichtschwert. Was ein bisschen enttäuschend ist. Gedrückt halten für Taschenlampe. Flaschen. Flaschen. Das Scannen sorgt auch dafür, dass alle Dinge gehighlightet werden, die so rumfliegen. Maßband, Sukkulente. Meine Frau mitbringen. Mikroskop, Tacker, Bücher, Becher. Stuff. Kammerjäger, Rattler. Rares Item erhalten. Eine bessere Pistole. Inventar. Waffen. Die hat 10 physischen Schaden. Die auch. Höhere Präzision. Und weniger Schuss. Plus 30 Schaden bei Aliens. Ich glaube, ich habe keine Aliens hier. Aber mein Ares Rare ist älter. Echt? Ladesequenz? Schlechte Witze 2. Yes. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf, wer ist da? Planet wer? Planet, die eine Party erholen. Oh Gott. Ich habe das Erste-Hilfe-Kit gelootet. Wie kriegt man ein Freestyle Collective Hindler-Welter vom Baum? Man winkt. Oh Gott. Ich behalte das. Solar Frontiers. Starlord. Brettspiel mag ich. Ich bin ein Keil. Erste Hilfe Gast. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Hässlich. Das Schwerkraftparadigma. Wurmlöcher, Einstein-Rosenblut, bla bla bla, Antigrafttechnologie. Achso, das Lore, warum wir durch die Welt einspringen können. Asko, du bist im Weg. Letzten Tage. Okay. Ich werde die Sachen erstmal nicht lesen. Leere Chance, Notizbuch. Die Krux des Rollenspiels, dass man einfach alles plündern möchte, was nicht angewachsen ist. Warte.
da denkt man ja. Man doch, Parasiten. Du stehst da, wo ich gucken möchte. Kettenbrechen. Ein weiteres Buch. Was ist im Kühler? Truthahn! Linsen, Weizen. Was ist zum Elchen? Ey, ich wollte in die Kiste gucken. Habe ich SMS-Zylinder. Toxin. So, Klimawandel ist eh vorbei. Können wir den Kühlschrank auch offen lassen. Ich sehe das Medkit. Milchschnitte. Mein Leben Chunk um Chunk. Ach du Verflimmel, um den Gründer der Nahrungsfresh Chunks. Eieiei. Ich will keine Flasche mit Genprobe. Munition. Quetzsäck. Ich glaube, die Dietriche könnten auch praktisch sein. Mit weg. Das sieht aus wie der Flur in den Demos, wo die Gegner auftauchen. Tote Wissenschaftler. Geschichte, Xenobiologie. Okay. Lagerkiste mit mehr Credits. Okay, wir haben noch Zeit bis zur Tür, bevor wir angegriffen werden. Das ist nicht Vasco. Schreibtisch Organizer. Große Zange. Brauch die Klammer. Und irgendwann kommt dann im Spiel: Du brauchst eine Hydraulikklammer, um hier weiterzukommen, um dieses geheime Artefakt zu bergen. Schleichen eigentlich. Aber was gut kann. Auch schleichen. Ich weiß nicht, ob es das leiser macht. Sprudelwasser. Wir haben es wirklich gut. Auf Deutsch synchronisiert. Leitfaden für Chunks Personal. Würzige Würmer. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Hm.
weiß nicht, was ich gedrückt habe. Deutlich. Okay. Munition geht alle. Haben wir dafür noch Schuss? 30. Ich bin festgenagelt. Ups. Oh, bitte sag mir nicht, dass... Würzige Würmer. Hände? Das ist wahrscheinlich die Waffe. Ah, So, hier, Notizbuch. Einmal mein Scan. Könnten hier Munition rumstehen. Jede Menge Sukkulenten. Wissenschaftler. Kriege ich hier 75 Credits oder zahle ich 75 Credits? Scheiße. Mist aber auch. Diese Notizblöcke auf Klo. Antibiotika. Ja, kann man total gebrauchen. Auf der Toilette. Die sieht auch so aus, als bräuchte man Antibiotikum, wenn man da drauf geht. Ich kann mich nicht lehnen. Ah, ich habe Q gedrückt und dann taucht das auf. Immer mit Pack. Weil auf 0 drücken ist echt. Okay, sie haben hier rumgeforscht an Aliens. Hier sicher haben uns das in Ashtar gebracht. Noch mehr Enttäuschung. Okay. Wissenschaftler bauen an Sachen rum, spielen Gott und lassen Aliens zurück. Schreibt es in Egmont. Vielleicht funktioniert der tatsächlich. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte F drücken. Gucken, ob hier noch irgendwas Spannendes rumliegt. Familienspiel. Hanteln. Ich bin schon muskulös genug. Kartendecks habe ich schon. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn bisher in die Lücke hinaus und lass ihn einreißen. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. Okay. Wie drehe ich? Ah. Ah, und hier kann ich andere Dietriche auswählen. Und wenn ich ihn jetzt
Verwende. Ist er drin. Okay. Got it. Credits. Und ein Tauriegel-Widerstand. Okay. Und direkt daneben liegt natürlich ein Dietrich, weil wir immer noch... Den Kraut nehme ich mit. Im Tutorial sind. Was zu essen. Laborkleidung. Ne. Nehmen wir mal mit. Vielleicht kann man sich als Wissenschaftler verkleiden. Medkit. Bevor Mission die wieder mob hat. Jede Menge Eckheads. Ich glaube, ich muss gleich als Zwischengegner den Terrormorph umbringen. Das sieht aus wie die Lounge. Schucki! Achso, das sind die Dreche. Rationalismusglas. Was ist das hier? Was zum Essen? Pastete. Verbände. Munitionskoffer. Die Menschen haben sich schon ein bisschen umgucken und Dinge finden. Splitterminen. Ich glaube, es wird gleich gekämpft. Ich habe schon 5 Rettungsäxte. Weg damit. Zack. Lassen Sie dich nicht erschießen. Gib mir Mühe. Was habe ich da oben getroffen? Der Feind ist nicht mehr sichtbar. Starte Suche. Ballistik. 10% mehr Schaden. Da wir gerade eine Pistole nehmen, würde ich die jetzt einfach mal nehmen. Geschwert. Töte 20 Gegner mit einer Pistole. Ich glaube, das kriege ich hin.
schöner Schuss. Wo ist der andere? Hier waren zwei. Credits. Ganz schön reiche Wissenschaftler. Sieht ziemlich chaotisch aus hier. Da. Blei. Kann ich auch gebrauchen. Okay. Mehr tote Wissenschaftler, bitte. Versteckte Sachen? Nein. Richtig. Faser? Hm. Credits? Und Pop Orange. Nicht Rhabarber. Waffenkoffer. Machen wir klar. Brauche ich. Danke. Heilpaste. Computer. Projekt Pet Shop. Genießt noch keine Muskeln. Reich Fiesta. Pet Shop. Anthropoden. Bla bla bla. Geschafft. Zähne-Kriegsführung kann klappen. Ich habe sie unterwürfige Läufe genannt. Stalker. Red Devils. Ob sie die gegen die... Wollte nicht niesen. Ob sie ihre Tierchen gegen die... Geh weg. Gegen die Marines eingesetzt haben. Feuer! Da ist er. Ich bin hier raus. Du hast mehr als genug Zeit zu fliehen. Raten über den Rucksack. Ein Lasergewehr. Warte, kann ich durch meine Waffen durchscrollen? Nee. Muss ich mich etwa für eine Waffe entscheiden? Größere Distanz, größeres Magazin. Probieren wir mal aus. Ja, wenn man alles mitnimmt, ist man instant überladen. Was ist das hier denn? Aluminium. Faser, das kann ich gebrauchen. Antimikrobiell, Dichtmittel, Energetikum. Ja, alles gebrauchen. Schimmelheimer. Ein Schaumstoff. Sehen, was er in sich hatte, bevor ich es genommen habe. Okay. Ah, ist wieder Vasco, der auftaucht. Sehr gehört. Uns will jemand die Beute streitig machen. Halten Sie zurück. Rogan richtet sich auf dem Dach ein. Wird gemacht. Hier kommt keiner durch.
Moment. Was war das? Hätte ich auch dieses dumpfe, bedrohliche Geräusch. Schauplatz der englischen Zielgruppe. Ein Bilderraum, wie schön. Schön ist hier drüben, ruf ich um. Und ich habe dich für Vasco gehalten. Lasergewehr. Testing 1. Ja, sieht gut aus. Okay, anscheinend habe ich es versaut. Rückgängig. Das passt. Aber dann habe ich keinen, der so weit auseinander liegt. Das passt. Wenn ich okay, das passt. Das passt. Der passt hier. Der passt da oben. Der passt hier. Okay. Schon hier knacken möchte ich auch gut. Krieg. Okay, es gibt Krieg, friedliche Lösung. Und der wird zurück zusammen. Trostra von 93%. Stocke, die sich auf Laufe alles bereicht. Zweite Phase. Thermoparasiten. Das für das Schiff sind Feinde des Schubtüsen um 3 bis 500. Thermos sind zwar interessant, aber nicht weiter. Okay. Sie haben weiter geforscht, jede Menge unschuldiger Menschen getötet. Das Übliche. Ja. Ich habe da schon was geknackt. Der passt da. Dann brauche ich was für die gegenüberliegende. Das geht nicht. Der passt hier, aber das reicht nicht aus. Ich habe nur drei übrig. Also wenn ich den hier so lasse, den hier so. Der passt da, der passt da. Mehr Quetzig und ein Matrix von Neurodyne. Splittergranate. Ach, schlecht. Hier schön zu wissen, wie ich Granaten werfen kann. Steuerung.
ersten Belegung da. Granate werfen. Geh. Hätte ich mir auch denken können. Richtig schön geplündert, Wissenschaftler. Digi-Dietrich und Faser. Wie viel? Hätte ich lange nicht mehr. Dich hatte ich schon. Yes. Habe ich hier nicht auch irgendjemand erschossen oder nur oben? Hier bist du. Synapse Alpha. Ich weiß nicht, was das ist. Research 2. Ah, ich muss nicht knacken. Das leuchtet nur grün, ist aber nix. Weltraumexpansus ist Laserpistole. Credits. See. Okay. Dichtmitte. Bierchen. Im Tetrapack. Nom nom nom. Marker. Nichts Spannendes. Nierenschale brauche ich auch nicht. Fläschchen, Fläschchen, Fläschchen. Ja, das sieht total nach Lebensmittelplanung aus. Okay. Gehen wir mal hoch. Nachgeladen habe ich. Sellerie. Die Waffe interessiert mich nicht. Hier ist was ausgebrochen. Credits und die. Ein Herz plus. Ah, wahrscheinlich eine Spielkarte. Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber... naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Terrormorph-Exemplar. Ein Vollausgangs-Alpha-Predator. Das klingt auch gefährlich. Stell dir eine Gruppe Astrologen vor. Aufregende Zeiten. Heute bringen wir das wahrscheinlich das neurale Ding an. Und das ist schiefgegangen. Helmständer. Tiefminen. Habe ich schon. Danke. Wieder knacken. Okay, der passt hier gar nicht. Der passt da. So. Ja. Das liegt ein eng geklautes Prequel. Und überhaupt, wo ist der Schurke, wenn man ihn braucht? Ja, auf dem Dach. Nichts Spannendes.
Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern Sie Digi-Dietriche bei sich haben und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. Okay, ich will die scannen. Kann ich nicht. Ich kann nicht fotografieren. Danke. Ja, stopp. Okay, gut, dass ich gar nicht geschossen habe. Ja, der Wissenschaftler fährt einfach mal Uran mit sich rum. Wir sind tot. Wir sind alle tot. Die Kommstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorph irgendwo brüllen. Und Leute, die schreien. Irgendwo ist hier was von Karma, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, Digi-Dietrich. So. Ich glaube, der kommt dahin und der kommt hier hin, ja. Mehr Credits und schwere Lustrat. Eine Menge explosives Zeugs. Okay. Da wollte ich hin. Ich wollte hier. Q. Medpack. Ah, ich bin noch nicht auf dem Dach. Okay. Ich glaube, da muss ich hin. Was ist das hier? Forschungsskizze. Antipersonen optimiert. Laserpistole. Jede Menge Credits. Ich verstehe nicht, warum Sie so sehr an all diesen Objekten hängen. Ja. So, ich habe Übergewicht. Sonstiges. Digi-Dietriche behalte ich. Oh, ich habe wahrscheinlich auch welche weggeworfen, als ich einfach nicht aufgepasst habe. Habe ich auch so eine. Ah, warte, ich kann bei den Waffen ein bisschen was erkennen. Rattler. Ah, ich habe 5 Cutter. So. Guck mal, wie viel Gewicht ich mal wieder habe. Ich werde noch nicht zum Schiff reißen, solange ich mich ehrlich umgebracht und ordentlich geplündert habe.
1000, das gute XP. Und Brogan hier. Was liefert sich Brogan? So, hier, Munition, Medipack. Feuerlöscher. Was haben wir hier? Helium. Helium. Jetzt nur noch direkt auf Fallschaden liegt. Kein der Rede wert ist. Titan Ripshank. Legendäres Item. Ich will vielleicht gar nicht zurück. Ich will noch ein bisschen hier erkunden. Das ist Vasco. Silber. Das sind 700 Meter bis dahin. Da hinten ist auch irgendwas. Ich glaube, ich habe eine Silberader gefunden. Aber ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Ich habe jetzt fast 2 Stunden aufgenommen, jetzt ein Quest gemacht. Vielen Dank für die Gesellschaft und bis zum nächsten Mal.